Herzlich willkommen, der Spine Specialist aus der Rubrik Nice to Know. Der Begriff Spinalkanalstenose wurde im letzten Video kurz erklärt. Jetzt zu möglichen Ursachen. In der Regel spricht man hier von der sogenannten osteodiskoligamentären Spinalkanalstenose. Es sind drei Begrifflichkeiten. Das eine ist Osteo, also der Knochen. Das heißt, die Wirbelkörper selber haben durch degenerative Prozesse Ausziehungen, die dazu führen, dass der Wirbelkanal sich schon eingeengt fühlt. Das zweite ist Disco, sprich bedingt durch die Bandscheibe. Also alle Arten von Bandscheibendegenerationen führen auch dazu, dass der Durchmesser des Wirbelkanals weniger wird. Und als letztes noch ligamentär, sprich die Bandstrukturen. Hier aber besonders zu erwähnen ist das Ligamentum flavum, die dorsale Begrenzung des Wirbelkanals. Wenn es zur Flavum-Hypertrophie kommt, sprich zur Verdickung, dann führt auch das natürlich zur Einengung des Wirbelkanals. In der Regel ist das eine Kombination aus den drei genannten Punkten und erklärt natürlich, warum durch die Enge des Wirbelkanals Schmerzen entstehen können, respektive neurologische Ausfälle vorhanden sein können. Bei Fragen meldet euch gerne, schreibt in die Kommentare. Bis bald.